Ein neuer Wald entsteht. Und bei diesem Wald handelt es sich nicht um einen ganz gewöhnlichen, sondern um einen ganz besonderen. Es handelt sich um einen Volksbankwald. Vielleicht könnte man ihn auch besser Bürgerwald nennen. Denn jeder Schermbäcker war eingeladen, seinen eigenen Baum zu pflanzen. Wir haben mal nachgefragt, wie die Idee dazu entstanden ist. Ja, die Idee, die wir hatten, war es, die Natur wieder erlebbarer und begreifbarer zu machen, also begreifbar im wahrsten Sinne des Wortes. Und da waren wir relativ schnell drauf, einen Baum kann man pflanzen, einen Baum kann man beobachten, wie er weiter wächst. Und somit war die Idee des Volksbankwaldes geboren. Pflanzaktionen im Wald standen am vergangenen Freitag und Samstag an. Aber bevor an den zwei Tagen gepflanzt werden konnte, standen jede Menge Vorbereitungsarbeiten auf dem Programm. Schon vor einigen Wochen haben wir uns mit dem Förster im Wald getroffen. Christoph Bemelmanns erklärte uns, was bislang gemacht wurde. Wir haben als erstes mal den Schirm gelichtet. Das heißt, wir haben den oberen Bestand aus in der Regel Kiefern etwas entnommen. Das heißt, wir haben Licht auf die Fläche projiziert. Dann sind wir hingegangen und haben mehr oder weniger das Zopfholz, das restliche Holz, auch von der Fläche gebracht, damit wir dann tatsächlich hier auch ein Pflanzbeet haben. Wir müssen die Pflanzfläche gestalten, damit wir dann auch tatsächlich sauber mit dem Spaten oder mit dem Pflanzbohrer arbeiten können, wurde die Fläche mehr oder weniger dahin entwickelt, dass, ich sag mal, alles organische Material, was da hinderlich ist, beseitigt wurde. Vom Beginn der Arbeiten bis heute hat sich einiges getan. Es wurde in der Tat richtig hell im Wald. Nun konnte die Baumpflanzaktion beginnen. Den ganzen Freitag über waren verschiedene Klassen der Gesamtschule Schermbeck vor Ort. Nach einer kurzen Einleitung des Experten machten sich die Schüler und Schülerinnen ans Werk und pflanzten fleißig Bäume. Welche Bäume wurden eigentlich angepflanzt? Wir haben uns auf Eichen spezialisiert. Etwas da, wo es ein bisschen schattiger ist, kommt die Buche hin. Ansonsten wird es ein Eichenbestand werden. Da haben wir uns ganz explizit die Kiefern, die haben wir etwas ausgelichtet, ausgedünnt, auf einen Schirm gestellt, wenn Sie so wollen. Und dann in den Löchern, in den offen gewordenen Flächen, da wird dann explizit die Eiche gepflanzt. Beim Pflanzen der Bäume sei es sehr wichtig, dass die gesamte Wurzel in die vorgefertigten Löcher eingedreht werde. Im Anschluss müsste das Erdreich vermengt an die Wurzel herantransportiert werden. Ich mache es am liebsten eben auf den Knien, so richtig von Hand reinmischen um die Wurzel herum und dann eine vernünftige Verdichtung. Das heißt, man muss richtig tief mit der Ferse oder mit der Fußspitze dieses Pflanzloch befestigen, damit die Wurzel wieder verdichtet wird. Letztendlich, dass das Erdreich sich komplett um die Wurzel schließt. Das ist die beste Garantie dafür, dass es auch im nächsten Jahr hundertprozentig anwachsen wird. Während die einen noch mit dem Pflanzen der Bäume beschäftigt waren, schauten sich die anderen etwas ganz anderes an. In der Vergangenheit war die Arbeit mit Pferden im Wald üblich. Was Pferde im Wald leisten können, konnten die Schüler und Schülerinnen hier erleben. Die Pferde entfernten die sogenannte Traubenkirsche. Diese spätblühende amerikanische Traubenkirsche, die nach dem Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern hier eingeführt worden ist. Leider mit sehr schlechtem Genmaterial. Und das Klima, was wir hier haben, ist nicht so wie in Amerika. Sie wachsen also nicht als Bäume, sondern meistens nur als Sträucher hier. Und die nehmen den heimischen Arten das Licht und die Nährstoffe weg. Und deswegen wächst da, wo die Traubenkirsche wächst, kein deutscher Baum. Ich nenne das mal einfach deutscher Baum, wie eine Buche, eine Eiche, eine Esche und so weiter und Kiefern. Und die beseitigen wir jetzt hier mit den Pferden, damit die anderen Bäume wieder die Möglichkeit haben zu wachsen. Der zweite Aktionstag war ein richtiger Familientag. Nach der offiziellen Begrüßung waren alle eingeladen, einen eigenen Baum zu pflanzen. Dieses Angebot kam super an und es wurde direkt losgelegt. Ebenfalls wurde am zweiten Tag wieder die Arbeit mit den Pferden demonstriert. Zudem war die Rollende Waldschule eingeladen und hatte einiges zu präsentieren. Die Rollende Waldschule ist ins Leben gerufen worden, um wirklich mal der Bevölkerung, vor allen Dingen auch den Kindern, die Natur nahe zu bringen. Es ist immer ein Problem, irgendwelche Gesichter in die Luft zu malen. Das kriegt man nicht hin. So kann man aber Kinder darauf aufmerksam machen und sagen,
hier ist ein Hase, da ist das Kaninchen. Man kann darauf eingehen und kann auch beschreiben, wo jetzt das Kaninchen lebt, dass es unterirdisch lebt, eben halt nackt und blind zur Welt kommt. Man kann den Hasen zeigen, der wirklich draußen im freien Feld lebt, der in der Sasse liegt und seine Jungen eben halt behaart schon zur Welt bringt, weil sie ja oberirdisch leben. Die brauchen ja einen Pullover und sehen müssen sie auch, weil sie weglaufen müssen. Und vor dem Hintergrund ist es immer ganz toll, dass man, sag ich mal, Präparate zur Verfügung hat. Denn wie will man sonst anders diese ganze Geschichte darstellen? Bäume pflanzen macht hungrig. Damit die Energie nicht ausging, gab es passend zum Aktionstag Wild vom Grill. Hier konnten die Kinder spielend die Natur entdecken. Bei den Pfadfindern gab es leckeres Stockbrot. Bei dieser Arbeit kann man definitiv von Kunst sprechen. Ebenfalls die RWW war vor Ort. An dieser Stelle gab es viel für die Kinder zu erleben. Zum Beispiel, welche Tiere sind hier im Wald zu Hause? Wir stellten zudem die Frage, was Wasser mit Wald zu tun habe. Oh, jede Menge. Der Wald an sich ist ja ein großes, funktionierendes, also wenn er gesund ist, Ökosystem und dient als natürlicher Filter. Und das Wasser, was hier versickert, geht hier zum Beispiel in der Öftermark in die Brunnengalerie. Und da kann man unten aus diesen Brunnen, aus dem Grundwasser, das sehr schön durchgesickert und eben natürlich gefiltert ist, super gut Wasser gewinnen. Und das tun wir. Es wurde weiterhin gepflanzt und gepflanzt. Das Projekt Volksbank Wald soll übrigens über viele Jahre laufen. Wie geht es denn nun weiter? Also das war uns bei der Gestaltung des Projektes ganz wichtig, dass wir viel Wert auf Nachhaltigkeit legen wollten. Wir wollten jetzt nicht nur diesen Aktionstag gestalten und einmalig den Wald aufforsten, sondern es soll halt die nächsten Jahre weiterleben und Bestand haben, so wie auch die genossenschaftliche Idee Bestand hat. Und wir möchten das Projekt weiterleben, natürlich mit allen Bürgerinnen und Bürgern aus Schermbeck, aber auch mit der Gesamtschule in den nächsten Jahren, dass wir weitere Flächen aufforsten und dass wir auch so ein bisschen Waldpädagogik hier in den Volksbankwald bringen. Es wartet auf jeden Fall noch jede Menge Arbeit. Es fängt schon damit an, dass im nächsten Jahr der Wald von den nachwachsenden Traubenkirschen befreit werden muss, da diese ansonsten den neu gepflanzten Bäumen den Platz streitig machen. Nach mehreren Jahren Wachstumsvorsprung setzen sich die neuen Bäume dann alleine durch. Wir sind ganz begeistert und freuen uns über den Zuspruch der Besucher. Wir sind gespannt, wie sich der Wald in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren entwickeln wird.